So, da oben liegt ein Kraut, ich hab's gesehen. Ich hab doch hier gerade ein grünes Kraut gesehen. Okay, jetzt bin ich anscheinend schon... Wusste ich's doch, dass ich eins gesehen habe. So. Dann... Brauche ich von dir was? Nein, brauche ich nicht. Ja. So, lass mich mal kurz an dir rumspielen, Mira. Ja, gefällt's dir? Weiter. Sehr schön. Ach, das kann ich bei Muku auch? Ganz vergessen anscheinend. Olli, lass an dir rumspielen. So, Muku, lass an dir rumspielen. Ja. Ja. Bringt anscheinend nix. Nee, bringt bei Muku anscheinend nichts. So, wunderbar. Gut, dann habe ich mal bei denen ein bisschen, an denen ein bisschen rumgespielt. Dann holen wir uns ja auch mal die Pilze. Oh, da fehlt ein Giftpilz. Schade. Wäre nochmal mehr Geld gewesen. Aber wie dem auch sei. Im Übrigen, was ich selbst nicht wusste. Dieses Gebäude hier kann man kaufen. Wusste ich nicht. Dieses Gebäude kann man tatsächlich kaufen. Ich brauche, glaube ich, nicht erwähnen, dass ich das von meiner Mutter weiß, weil sie sich das gekauft hat. Es ist eigentlich echt deprimierend, dass ich sowas von meiner Mutter weiß. Echt deprimierend sowas. Die macht mir langsam echt mit dem Spiel was vor. Ach, ich sehne mich doch zu diesen guten alten Zeiten zurück. Wo ich noch so Meilen besser war als sie. So, lasst mich mal da rein. Und ich habe eine Nachricht. Da freue ich mich. So. Miezi! Ich hab was für dich. Wo ist meine Miezi? Das aus dem Weg, du blöder Köter. Ich mag keine Hunde. Miezi! Du magst gestreichelt werden, ich weiß. Oh, ah, 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 yeah. Aber zuerst will ich dich halten. Guckt mal, ich hab ne Miezi. Ich hab ne Miezi, die will mitkommen. Yeah. Yeah. Was sehen wir denn da aufnehmen? Klicken wir da mal drauf. Haustier aufnehmen, ich will ein Haustier. Gib mir deinen Namen, Baby. Ich hab ne Katze, ich hab ne Katze, ich hab ne Katze. Ich habe es vor meiner Mutter geschafft übrigens. Yeah. Ich habe vor meiner Mutter ein Haustier. Das finde ich sehr, sehr gut. Ich habe endlich ein Haustier. Meine Miezi will endlich zu mir einziehen. Das finde ich wunderbar. Das ist Weltklasse. Das ist absolut weltenbewegend. Das ist... Ah, ich habe eine Katze. Georg. Wieso Georg? Nein. So eine Katze darf man doch nicht Georg nennen. Karl, wieso Karl? Karl, sowas tötet Menschen. Oh, das habe ich nicht gewusst. Nein, wir nennen sie natürlich Luna. Für die, die es interessiert, Luna hieß meine unsere schwarze Katze. Nun heißt du Luna, komm mit nach Hause. Ich habe eine Miezi. Oh yeah, ich habe eine Miezi. Eine Miezi habe ich.
Ich habe eine Miezi. Das ist der Miezi-Song. Ich habe eine Miezi. Yeah! Miezi! Yeah! Miezi! Okay. Wir haben sehr viel erreicht beim Miezi. Und der heutige Tag, wir haben eine Miezi, ist sehr, sehr gut für uns, wir haben eine Miezi. Und wir haben sehr, sehr viel heute erreicht, wir haben eine Miezi. Und deswegen möchte ich eigentlich auch dazu sagen, wir haben eine Miezi, dass wir eine Miezi haben. Ach ja, für die, die es noch nicht wissen, wir haben jetzt eine Miezi. Ja, für alle, die jetzt gerade immer zugeschaltet haben, wir haben eine Miezi. Miezi! Ich komm damit irgendwie... Oh, ich komm gar nicht drauf klar, ey. Wir haben eine Miezi, Mann. Ich komm so null drauf klar. Warum gehe ich jetzt wieder raus? Ich wollte doch rein, dann wieder raus und dann wieder rein und nein. Miezi. Darauf sage ich nur noch Miezi. So, wir freuen uns schon drauf, wenn dieser Tag beendet ist, denn dann können wir nach Hause zu unserer Miezi. So, hallo Oskar, du bist scheiße, denn du bist keine Miezi. So. Schiffsticket. Ja, gib mir mal 5. Ich brauche ja ein paar. Leider. Okay. Wo es mir gerade einfällt. Hallo, du Penner. Hallo. Ich finde, an diesem Ort hier lässt es sich angenehm leben. Der Fisch ist lecker und die Menschen sind sehr nett. Ich meine natürlich umgekehrt. Die Menschen sind lecker und der Fisch ist sehr nett. So, wo ist... Da ist... Pascal, lass dich befummeln. Gell, da stehst du drauf. Ja. Das magst du, gell, das magst du. Ja, lass dich befummeln, Tobi, gell, das magst du. Unseren Tobi macht das glücklich. So. Gut, nachdem wir das erledigt haben... finde ich die Schiffstickets nicht. Doch, da sind sie. Hallo, bitteschön, Pascal. Ja, fahr mich schon rüber. Wir möchten bitte rüber zur Tukan-Insel. Jetzt sofort. Ein bisschen schneller, bitte. Und wir sind auf der Tukan-Insel. Wunderbar. So, oh, da ist Bitchy. Bitchy, hallo Bitchy. Ja, ciao. Zu tun ist sehr wichtig. Und weißt du, leg mich doch einfach jetzt gleich flach. Hier auf die Sandstrand. Ja, gell, das magst du jetzt natürlich auch. Komm, lass dich befummeln. Das magst du, gell. Ja, lass dich auch mal hier unten befummeln. Ja. Wunderbar. So, das mag sie. Und weiter geht die wilde Fahrt. Nehmen wir mal hier das ganze Zeug mit, wenn wir überhaupt was finden, was irgendwie diesmal nicht der Fall zu scheinen sein. Da habe ich was gesehen. Ananas. Ananas, eine Banane, da ist eine Banane. Wunderbar. Und mehr sehe ich nicht, außer eben meinen geliebten Panda. So, Panda, wo ist deine Kartoffel? Da ist. Bitteschön. Ja, gell, das magst du. So, junger Panda. Für dich habe ich auch was. Hier, Kräuter. Friss die Scheiße, die du willst. So, das kann ich doch auch mit so Haustier machen. Wunderbar.
Ja, das magst du, gell? Ja. Wunderbar, das mag der Panda. So, der mag das natürlich auch. Wunderbar. Ja. Wunderbar. So, der Panda ist glücklich. Glücklich und zufrieden. Was steht jetzt eigentlich Neues bei der Mizi? Wow, Muku hat schon 7 Herzen. Cool, cool, cool. Level 1. Luna und ich sind gute Freunde geworden. Level 1 bedeutet einfach, dass sie noch nicht so viel kann, dass sie einfach noch so dumm ist wie Hundescheiße auf dem Gehweg. 4 Herzen für den großen Panda, 3 Herzen für den kleinen Panda. Wunderbar. Und 2 Herzen für meine Lina. Wunderbar. Dann würde ich mal sagen, könnte ich jetzt vielleicht noch mal kurz angeln. Und raus damit. Boom, 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 boom. Ja, da hat das angebissen. Leider nichts Großes, sondern nur eine Badehose. Wow. Man sieht es, ich bin sichtlich begeistert davon. Ja. Kommt sonst noch was außer einer Badehose vielleicht? Nix. Nein, ich glaube, da will sonst nix kommen. Vielleicht ein Wal? Will kein Blauwal oder so anbeißen? Orca-Wal? Weißer Hai vielleicht? Irgend sowas? Weiß ich nicht. Oder will ein Sidra King anbeißen? Hm? Nicht? Hm. Nicht? Hm, ja. Will vielleicht gleich ein Kyogre anbeißen? Wir sind ja auch hier bei Pokémon. Deine Tierparade. Das ist Let's Play Pokémon. Deine Tierparade. So, und wir haben keinen Platz mehr. Okay. Dann gehen wir mal. Dann würde ich mal sagen, verabschieden wir uns mal hier von der Tukan-Insel. Hallo. Und machen uns auf den Weg nach Hause. Leider fährt das Schiff immer voll langsam, hey. Na gut, was heißt hier, das Schiff fährt voll langsam? Wir brauchen nicht mal 10 Minuten rüber. Egal wie weit das, wie nah die Tukan-Insel ist, da braucht man doch locker ein paar Minuten. Egal wie weit die entfernt ist. Naja, nicht hier in Harvest Moon. Was mir eigentlich auch recht sein soll. Hamminger! Oh, Hallöchen! Es gibt bestimmt vieles, was du noch nicht kennst. Schau es dir an und lerne. Weißt du übrigens schon mittlerweile mit den Leichen umzugehen und auf deinen Bauernhof nicht? Na, das kommt mit Sicherheit noch. Halt, 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 Bürgermeister. So leicht kommst du mir nicht davon. Oder doch kommst du? Nein, kommst du nicht. Wunderbar. So, das ist für dich. So. Wunderbar, da hat uns jetzt, da hat sich der Bürgermeister gefreut. Und wir können nach Hause. Würde jetzt auch Zeit. Wir können unsere Mizi übrigens Kunststücke beibringen. Mhm. Werden wir auch noch. Aber ich glaube, jetzt kann sie noch keine. Das kommt alles noch. Das werde ich ihr alles beibringen. Es kommt,
mit den Herzen, die sie hat. Da hat meine Mutter das Eichhörnchen gehabt. Und der hat so voll die geilen Kunststücke beigebracht. Und der Schlange, die kann auch so geniale Kunststücke. Ich glaube, das war die Mizi, die, glaube ich, dann Rückwärtssalto gemacht hat, oder? Die machen voll das verrückte Zeug, wenigstens. Die machen Zeug, was kein normales Viech machen würde.